Hallo liebe Fabela IMAC-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zu Being. Being ist ein neuer Casual-Titel aus dem Hause Chillingo. Der Spieler erinnert stark an den Titel Fly With Me von Electronic Arts. Im Spiel übernimmt ihr die Kontrolle über eine Honigbiene, welche ihre Kameraden befreien muss. Die Steuerung ist kinderleicht. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, kontrolliert ihr eure Biene über einen Schieberegler auf der rechten Bildschirmhälfte. So bewegt ihr eure Biene hoch und runter, um diversen Hindernissen, anderen Tieren und Fallen auszuweichen. So stellen sich euch Spinnen, Grashüpfer, elektrische Stäbe und andere Hindernisse in den Weg. Euch erwarten allerdings nicht nur Feinde, denn damit eure Biene nicht vor Hunger auf halber Levelstrecke liegen bleibt, solltet ihr den Honig einsammeln, der überall verteilt ist. Schafft ihr das nicht, ist das erste eurer drei Leben verwirkt. Im Spiel symbolisiert durch drei Herzen am oberen linken Bildschirmrand. Allerdings erhaltet ihr auch schnell neue Leben im ohnehin nicht allzu schweren Spiel. Oberstes Ziel in Being ist allerdings die Rettung eurer Bienenkameraden, denn nur wenn ihr eine bestimmte Anzahl eingesammelt habt, schaltet ihr eine neue der insgesamt 5 Welten frei. Jede Welt besteht aus 5 Leveln. Damit Being nicht allzu eintönig daherkommt, haben die Entwickler dem Spiel noch einige Power-Ups spendiert. So könnt ihr beispielsweise als Geist durch Gegenstände und Feinde fliegen, mit einem Magneten Honig anziehen oder mit Beschleunigungsfallen in Highspeed durch die Levels pflügen. Fieserweise wurden auch ein paar Giftcocktails unter die Power-Ups gemischt, die ihr besser nicht einsammeln solltet. Grafisch ist Being mit hübschen Hintergründen charmant in Szene gesetzt. Musikalisch wird das Ganze von einem netten, gute Laune-Soundtrack passend untermalt. Mein Fazit: Being ist ein super Titel für jüngere Spieler oder all diejenigen, die nur ab und zu mal mit ihrem Apple-Gerät spielen. Das Spiel bietet eine einfache Steuerung, eine charmante Inszenierung und ein schnell zugängliches Spielerlebnis. Für erfahrene Hardcore-Zocker ist Being dann doch arg zu einfach und viel zu schnell durchgespielt. Bleibt zu hoffen, dass Chillingo möglichst bald einige Levels per Update nachschieben wird. Ich vergebe dem Spiel 3,5 von 5 möglichen Sternen. Eltern, die das Spiel ihren Kindern spendieren wollen oder Gelegenheitsspieler, können aber gut noch einen Stern auf die Wertung aufschlagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt euer Fabian.